beziehungsweise guten Tag. Guten Tag, wir haben schon 11:45 Uhr. Wir haben jetzt Mittwoch und ich habe den ganzen Vormittag damit irgendwie verbracht, hier sauber zu machen und Wäsche zu machen. Die Kinder haben schön zusammen gespielt. Lamia ist jetzt im Bett und macht Mittagsschlaf. Jetzt hat 2 Tage keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Und ja, Joanna guckt Lego Friends. Die hat auch schön ihren Schrank eingeräumt. Die Sachen, die ich alle gewaschen und zusammengelegt habe, hat sie richtig schön eingeräumt in ihren Schrank. Macht Spaß jetzt, ne? Mit einem neuen Schrank, ja. Das hat sie auch gemacht. Jetzt macht sie ein kleines Päuschen. Die hat auch richtig schön mit Lamia gespielt. Und Schwiegereltern waren gerade da und haben Tomaten gebracht. Tomätchen haben sie gebracht. Und ich bin jetzt seit einer halben Stunde dran, mir, ich weiß nicht, warum ich jetzt aufgestanden bin, ach ja, um euch die Tomaten zu zeigen, bin die ganze Zeit dran, mir Vor- und Nachteile der Kamera anzugucken, die ich mir eigentlich ausgesucht habe. Und zwar die Sony RX104. Und habe mich jetzt doch wieder umentschieden. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt habe ich mich wieder umentschieden, weil die Kamera für den Preis, die kostet knapp die 1000 Euro, also zwischen 800 und 1000 Euro. Und die Nachteile sind stärker als die Vorteile. Man kann zwar in 4K aufnehmen, aber die wird mega schnell heiß. Und nicht nur bei 4K wohl, sondern auch bei 1080, also HD-Aufnahmen normal auch. Und Akku ist wohl richtig schlecht. Man kann nur 10 Minuten wohl drehen oder so und dann ist das Akku leer. Also das geht ja mal gar nicht. Also richtig heftige Nachteile und deswegen habe ich mich umentschieden, die nicht zu holen. Bei der Canon G7X ist das nur so, dass wirklich dieses Rauschen, das ist das Einzige, was mich daran hindert, diese Kamera zu holen. Dieses Rauschen, was man hat. Aber alle sagen, es ist nur so, wenn es extrem leise ist, dann hört man das, sonst hört man es nicht. Ich weiß nicht, helft mir. Und gute Nachrichten, der Dominik hat den Staubsauger repariert gekriegt, der hat ihn zusammengebaut, den auseinandergebaut und zusammengebaut und der funzt, der läuft. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich auch noch ein paar Termine eingetragen in meinen Kalender. Ich habe auch noch ein paar Terminchen eingetragen. Ich bin nämlich morgen wieder im Kosmetikstudio, habe ich gesehen. Ja, yeah, aber gut, ist morgen Dominik hat morgen frei. Das heißt, der ist dann zu Hause und dann bin ich morgens nicht da. Und ich habe schon bei Snapchat gesagt, dass ich die Gardinen auf gar keinen Fall hier haben möchte. Die gefallen mir gar nicht. Da, also, nee. Hier, ne? Aber im Kinderzimmer ist was anderes, aber jetzt hier geht gar nicht. Also ich habe die jetzt einfach mal mit Absicht 2 Tage hängen lassen, ob ich mich vielleicht dran gewöhne und so, aber nee. No, never, never. Wenn wir heute müssen wir noch einkaufen gehen oder werde ich mir noch ein paar Zeitschriften holen, vielleicht finde ich ein paar schöne Inspirationen. Und Gardinen sind echt extrem schwierig, finde ich. Schwieriges Thema. Aber man will auch nicht, dass das so altbacken aussieht. Man möchte jetzt schon modern haben. So Rollos will ich nicht haben. Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt einkaufen. Na, mir ist wach, wir haben jetzt 2 Uhr. Wir sind halb am Verhungern. Einkaufen. Ja, ne? So, wir sind zu Hause. Ich wollte eigentlich einen Film, aber ich bin groggy, ich bin so durch. Ich zeige euch mal eben, was wir gekauft haben. Löwensenf, Nudeln, 2 Süßkartoffeln, 2 Brokkoli, Sojasahne. Dann habe ich Pfifferlinge gekauft, Zuckerschoten. Ich weiß nicht, warum manche Läden einfach alles immer so in Plastikdinger packen müssen, aber gut. Dann habe ich noch hier Cheddar, veganen Cheddar-Käse für Lamia. Die Kinder hauen sich schon in Joghurt rein. Ich hoffe, sie dürfen das schon mal essen. Knoblauch, frischen, grüne Oliven. Ja, ich habe auch Hunger. Dann passierte Tomaten. Hey. Nudeln. Da sind weniger Smarties drin als sonst. Und die Packung.
Dann Vitalbrot. Aber ist egal. Nochmal Tomaten, nochmal Sojasahne. Dann Orangen. Zitronen. Wackelpudding. Nochmal ein Brot, ein anderes. Dann nochmal Nudeln. Rote Zwiebeln, Schalotten, rote Zwiebeln. Nochmal Brokkoli hier. Nochmal die andere Süßkartoffel. Und dann noch zwei Kräuter, einmal Koriander und einmal Petersilie. Das war's. Und jetzt werde ich das einräumen und ganz schnell Essen machen. So, ich bin jetzt am Kochen. Die Zwiebeln braten an. Ich wollte euch mal zeigen, was ich mache. Ich mache heute Süßkartoffelcurry. Süßkartoffeln, Möhren, Gemüsefond, Kokosmilch, Curry, Sojasahne und das war's. Zitronensaft. Zitronensaft, frische Zitrone. Hier ist die Zwiebel, brate ich jetzt an und dazu mache ich Reis. Das gibt's heute zu essen. Vegetarisch heute noch, kein Fleisch. So, köchelt jetzt vor sich hin. Ich habe jetzt noch die Sahne reingemacht, so sieht das aus. Vielleicht kommt noch Petersilie da rein. Und jetzt werde ich mal ein Löffelchen probieren. Mal schauen, wie es schmeckt. Soll ich auch mal probieren? Schmeckt lecker. Du nein. Nein. Meine Hübschen, Wäschekorb ist fertig. Ja, ich habe dabei Yamina geguckt. Jetzt habe ich aber hier ein Handtuch dazwischen gehabt, weil total zerfetzt ist. Ich glaube, das ist das, womit wir den Quentin immer sauber machen. Das werde ich jetzt mal wegpacken. Und ich wollte mir die Nägel lackieren und mir jetzt einen Nagellack holen. Und der Dominik hat den Laptop wieder abgeholt. Die komplette Festplatte war kaputt. Jetzt ist da eine neue Festplatte drin. Ich komme auch von einem harten Arbeitstag nach Hause und chillt ein bisschen zu Hause rum. Dann wird man auch so gezwungen, sich da anzuziehen. Er hatte was an, aber das ist sehr, sehr kurz. Das sieht doch schon viel schöner aus jetzt. Jetzt muss ich extra für dich meine Hotpants ausziehen. Ja, genau, meine Hotpants. Jetzt hat er seinen... unseren Laptop wieder und kann wieder fleißig Kommentare kommentieren. Genau, so heißt das, ne? Und ich werde jetzt gucken, was für Nagellack ich nehme. Ich weiß es noch nicht genau. Aber erstmal muss das hier weg. Das. So, Quentin. Jetzt kommt in den Keller. Magic, weg ist es. Mein Wischer, ich habe mir gerade nämlich noch gewischt. Unser Steuerberater war nämlich gerade bei uns. Wir haben mal ein paar Sachen geklärt. Und jetzt, was? Hast du was gesagt? Ne, der hat Kopfhörer an. So, und jetzt gucken wir mal, was ich denn für einen Nagellack nehme. Morgen bin ich im Kosmetikstudio. Freue ich mich schon drauf. So. Der ist vielleicht nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, ich nehme den. Den nehme ich. Ich glaube, den werde ich nehmen. Ja, den werde ich nehmen. Oder? Gucken wir mal. Boah, war nah jetzt gewesen, ne? Gucken mal, vielleicht nehme ich auch anders. Schauen wir mal. Mein kleines Schälchen. Ich kann euch nicht vorstellen, wie viel Nagellack ich weggeschmissen habe.
weil ich in letzter Zeit so gut wie gar nicht Nägellack hier. So. Kinder sind in the sleeping. Falls jemand interessiert. Dann haben wir heute mal ein bisschen Videopause gegönnt. Muss ja auch mal sein, ne? So. Was haben wir hier noch mehr? Meine Nägellacke sind überall verteilt. So, dann schauen wir mal. Kikeriki, hast du jetzt gesagt? So, das ist aber zu weihnachtlich, das will ich nicht. Der ist gut, ich glaube, ich nehme den oder den. Jetzt weiß ich aber nicht genau welchen. Was wir hier noch haben. Boah, der ist auch so schlecht gewesen von Essie. Da habe ich nur einmal drauf gemacht. Ich glaube, der ist auch schon um. Sieht so schon komisch aus. Mein Gold war auch Weihnachten. Oh, der ist auch nicht schlecht hier. Oh, ich glaube, ich mache den hier drauf. Der knallt. Ich glaube, ich werde den drauf machen. Hab ich noch Mint? I don't know what to do. Möchte ich euch nehmen? In den Mac und du bist weg. Ich habe nicht gesehen. Ich habe jetzt voll Bock auf sowas. Ach, gut. Very bunt. Very bunt. So, Niki sind lackiert. So sehen die aus. Der Dominik kommentiert und hört da Musik. Das ist der Kiko 491. Da steht nie was drauf. 491, das ist der von Kiko, genau. Den habe ich mir mal letztes Jahr irgendwann gekauft, im Sommer letztes Jahr, genau. Ja, heute ist nicht so viel passiert. Wie gesagt, ich habe den Kindern mal ein bisschen Video freigegeben und habe die ein bisschen damit mal in Ruhe gelassen. Und die letzten zwei Tage hatten wir so viel Action, das war heute. Seht ihr mal, wie müde ich bin? Seht ihr das? Heiliges Kanonenrohr. Morgen muss die Kosmetikerin aber ran. Augen machen. Ja. So sieht's aus. Am Freitag habe ich einen Termin gemacht. Da kommt ein Innenarchitekt hier hin und guckt sich mal unser Farbschema an. Ich bin mal sehr gespannt, was er sagen wird. Ja. Freitagmorgen. Er hätte schon morgen gekonnt, aber morgen hatte ich keine Zeit, weil ich morgen schon einen Termin habe. Aber Freitag kommt er dann und dann bin ich schon gespannt, was er dann hier sagen wird. Ist ein kostenloses Beratungstermin. Die stellen auch Gardinen her und nähen Gardinen und machen dies und so und machen komplett Innenraumausstattung. Und ja, ich bin mal gespannt. Jemand hat auch geschrieben, dass also hier bei uns viel durcheinander noch ist. Liegt auch daran, wie ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass wir so Altlasten noch dabei haben. Also der Tisch kommt ja weg. Neue Lampen kommen dran. Das hier ist auch noch Altlasten von Dominiks und meiner allerersten Wohnung. Also es ist noch so viel zu tun hier. Aber the money, no funny. Und wir möchten auch nicht unbedingt alles von IKEA haben. Und ja, und das ist auch nicht nur das Problem, dass es jetzt eventuell zu teuer ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern, dass uns nicht alles gefällt. Also in Holland hatten die so schöne Sachen. Wir haben da so einen schönen runden Esstisch gesehen und Stühle. Den werden wir uns sehr wahrscheinlich auch bestellen. Und aber halt nicht jetzt, sondern eventuell dann erst im Herbst. Für manche Sachen muss man halt auch mal sparen und bis man das Richtige findet und so, das ist halt immer, dann kommen wieder die Kinder, die haben dann auf einmal einen Schub und dann musst du die ganzen Klamotten neu kaufen, weil nichts mehr passt und dann braucht das Kind einen Kleiderschrank und dann dies und dann das und dann geht der Laptop kaputt und so und dann geht das Auto kaputt. Also Leben ist teuer, Leute, Leben ist teuer und alles auf einmal geht halt nicht und aber es ist ein viel, viel Projekt dieses Jahr noch auf jeden Fall Wohn- und Essbereich komplett neu zu machen. Eventuell reiße ich auch alle Tapeten runter und lasse es diesmal tapezieren und mache es nicht selber.
Ich weiß es aber noch nicht, weil die Kinder echt überall ranratschen. Aber das steht noch in den Sternen. Warten wir erstmal Freitag ab. Ja. Ich sag tschüss, wir sehen uns morgen. Vielleicht passiert morgen ein bisschen mehr. Aber Alltag ist nicht jeden Tag super mega viel Action. Hab euch alle lieb. Vielen Dank fürs Gucken. Bis morgen.